Oh, warten auf Spieler. Okay, auf jeden Fall sind auch welche hier. So, wir müssen Bleistift haben. Wir brauchen Bleistift. Und wir brauchen Papier. Nein. Das ist nur ein Tisch, ne? Oh, ich höre Schüsse. Wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Waffe. So viel steht schon mal fest. Geld nehme ich mit. Nur das Nötigste, ne? Regal. Ist das ein Bücherregal? Oh, Geld nehmen wir mit. Geld ist immer gut. Snake Side, ne? Ich glaube, war das nicht das, was er gesagt hatte? Was ist das für ein Symbol hier? Hier drüben? Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch gewesen? Was ist das für ein Geräusch? Okay, Großkaliber-Waffenladen. Oh Gott, den lernen wir auch noch kennen. Hackbutt Store. Da gehe ich mal lieber nicht dran. Wir brauchen auf jeden Fall Papier. Ich glaube, wir sind heute nicht so sehr alleine hier, wie ich erst dachte. Ich wollte eigentlich geguckt haben, wo wir gut hin könnten wegen Papier. Polizeistation, Bleistift und Papier, oder? Puh. Nehme ich schon mal mit, wenn wir schon einmal dabei sind. Oh, ich höre jemanden. Alter, Bruder! Der hat mich gestunt. Uff. Hat der ein Scharfschützengewehr gehabt oder so? Nein, Alter! Oh, lol! Lol! Der hat mich mit seinem Gewehr gestunt. Lol! Und dann hat er, Alter, mit dem Schlagring hat er mir gegeben. Lul. Vielleicht sind die Nahkampfwaffen doch gar nicht so schlecht. Vielleicht hätte ich das Katana doch einfach behalten sollen, oder? Okay. Gut. Wir haben noch ein paar Kügelchen. Gut, wir haben jetzt ja nicht so viel gesammelt, ne? Also von so an alles easy going. Wir starten direkt in die neue Runde. Ich finde immer das ein bisschen hibbelig, wenn ich da auf Spieler treffe. Okay, der war auf jeden Fall schon sehr, sehr... Weil er hat mich angeschossen und ich hatte meinen Hörsinn verloren für eine gewisse Zeit. Ich war da gestunt mit dem Hörsinn. Ich konnte also keine Schritte mehr hören. Und er hat mich auch instant gesehen. Hinter der Tonne. Ich dachte, ich verstecke mich mal hinter die Tonne. So ein Mist. Es ist gefährlich in Century City. Ich sollte besser aufpassen, was ich tue. Ah, ich bin so nervös. Ah, ich gehe mal mein Hemd abwaschen am Waschbecken. Ich versuche, ja, ich kann das Blut rauswaschen. Ah, so, ich muss es abfüllen. Okay, so. Abgefüllt. So, wollen wir schon mal den Bonsai geben. Hat er, ach, guck mal, 178 hatten wir im Hemd. Alter Schwede. Fehlt ja im Prinzip dann nur noch, unser Blumentopf und ein bisschen vom Bonsai. So, danach noch 2 Tage, dann ist Bonsai-Zeit. Bonsai! Ich sollte echt besser aufpassen. Krass, also wie jetzt, wie intensiv das doch gespielt wird aktuell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil es ja doch so ein Underdog ist, ne? So. Ist ja jetzt nicht so das Weltbewegen. Das weltbewegende Game, ne? Also jetzt so. Spinnt. Wir gucken mal, ob wir Papier und Stift finden. Egal. Wir halten uns mal so ein bisschen im Hintergrund. Auf Angriff gehe ich noch nicht. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie mal irgendwann definitiv mal bessere Waffen. Ich meine, ja, klar. Ich hätte jetzt natürlich das Katana, hätte man das gewusst, hätte ich das echt mal behalten. Na, einfach mal ausprobiert. Ich bin immer so, bei sowas bin ich immer so... Nein, nicht geizig, aber ich bin immer so ein bisschen so... Ich probiere... Oh Gott.
ich probiere nicht so gerne aus, weißt du? Oh, der Stift. Den Bleistift haben schon mal. Ich probiere ungern neue Sachen aus. Ich bleib dann immer irgendwie bei Standardsachen, was eigentlich ein Fehler ist. Weil man muss ja bessere Waffen haben und so, ne? Sonst bringt das nichts. Oh, wir haben schon alles. Ich würde direkt verlassen wollen. Fahrstuhl ist noch nicht da, ne? Das ist schlecht. Wir sind unten links auf der Karte. Hier ist noch so ein... Was ist das für ein Symbol? Baumarkt. Hier links nebenan ist ein... Ach ja, da ist ja unser geschätzter Kollege, ne? Im Baumarkt. Wir müssen das eine Monster noch haben. Wenn wir Glück haben. Weil wir müssen jetzt sowieso auf dem Dings warten. Ich frage mich, ob man hier angegriffen wird. Baseballschläger. Macht 140 Schaden. Wie viel macht eigentlich unsere Waffe? Huch. Nein, ich wollte hier. 60 plus Schaden. Ich verstehe das mit den Werten noch nicht. Ich sollte da vielleicht mal was nachlesen, so ein bisschen. Weil bei der Waffe stand jetzt 60 plus Schaden. Und beim Baseballschläger 120 Schaden. Mist, ich wäre gerne da unten mal reingegangen. Den hatten wir schon, deswegen verschwinde ich mal. Ich hoffe, der verschwindet. Ich denke ja. So. Okay, der geht in die Richtung. Wir folgen ihm mal unauffällig. Wer ist da reingegangen? Ist das der, den wir brauchen? Wo ist der? Hä? Ja, nice. Haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Pilze, können wir verkaufen? Kauft er heute an? Der Octane? Ah ja, hier ist ja unser betrunkener Freund. X. 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 Kühlschrank voller Blut. Wir brauchen auch noch einen Kühlschrank bei uns, ne? Oh, lecker. Medizinisch sogar. Okay, krass. Soll dich vielleicht einfach mal mitnehmen, ne? Einfach, weil wenn wir jetzt unterwegs sind. Den ersten Fahrstuhl, der jetzt kommt, den nehme ich. Wenn wir das Klingeln quasi hören. Muss mal eben das Mikrofon richten. So, Entschuldigung. Wenn wir das erste klingeln, dann bin ich instant da. So. Oh, das ist der große. Soll ich vielleicht doch nochmal da unten lang gehen? Den Pilz können wir... Sehe ich gerade hier unten? Guck mal, hier mit Q können wir den Pilz essen. Ich weiß aber nicht, was für Werte der hat. Also was der bringt. Oh lol, Kino. Waren wir hier schon mal? Mülleimer. Nix drin. Ja, aber nichts anderes erwartet. Oh, da ist eine Kiste. Doch, wir waren hier schon mal. Wir haben die Sitze durchsucht, ne? Kugelgeschwindigkeit. Chance auf Taubheit. Ach, guck mal. Muss ich das nehmen oder wie läuft das? Drehgeschwindigkeit in Ziel. Kugelgeschwindigkeit plus 10. Aber muss ich das konsumieren oder wie funktioniert das? Hier, Taubheit. Was stand da? Benötigt 50 Blut. Tag zum Anbauen. Okay. Dünger ist das. Das könnte man mal ausprobieren, ne? Und hier haben wir dann diese Sitzgelegenheiten durchsucht. Die Ritzen, die Sofaritzen hier oder die Sesselritzen. So, noch kein Fahrstuhl da. Aber ich dürfte jetzt gleich eigentlich so bei 6 Minuten, schätze ich mal, dürfte eigentlich gleich was passieren. Oh, eine Cola. Bringt 600 Ausdauer. Wuhu. Oh ja, der erste Fahrstuhl ist da. Der ist wo? Oh ja, der ist direkt links drüben. Da gehen wir doch direkt mal hin. Ich bin sofort auf dem Weg. Müsste irgendwo hier gleich sein, links. Wenn ich nicht verlaufen habe, ist er hier oben, ja. Den nehmen wir instant, weil ich habe keine Lust jetzt hier mit den Sachen, die wir für die Quest haben, lange hier rumzuverweilen. Überall Fenster, ne? Rechts und links. Voll bescheuert.
bleib hier stehen. Ja, ich bleib mal hier stehen. Dürfte aber gleich kommen, ne? So. Ja, ruhig angehen lassen. Wie gesagt, wir müssen jetzt ganz ruhig und gemütlich alles das mitnehmen, was wir können. Ne? Wir haben halt nur die Standardwaffe. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt eine vernünftigere kriegen irgendwo her. Müssen uns so langsam jetzt aufbauen alles. So, mein Freund. Lass mal quatschen. Also, was hat das große Vorhaben deines alten Partners, was das große Vorhaben deines alten Partners angeht? Es war wohl nicht da ganz so großartig. Du hast gesagt, du hast es geschafft. Man sollte dich nicht unterschätzen. Ich habe mich in dir getäuscht. Um das wieder gut zu machen, gebe ich dir morgen eine Belohnung. Oh, wir kriegen ein Regal. Nice. Haben wir was zum Verkaufen? Ja, Pilze. Belastbarkeit minus 2,5. Aber Bewegungsgeschwindigkeit geht nach oben und Sehvermögen. Das könnte man sogar konsumieren. Aber Geruchssinn geht runter. Die Belastbarkeit. Das würde ich mal verkaufen. Das kauft er, glaube ich, nicht, ne? Nee, okay. Ja. Wer wollte denn... Ach ja, wir müssen ja auf der Karte bleiben für die Quest. Ach, das vergesse ich immer wieder. Egal, ich würde einmal den Bonsai gießen. So, dann ist der Bonsai schon mal voll. Das würde ich mal... Haben wir eingepflanzt? Wir haben eine Kugel schon eingepflanzt. Kann ich das auch jetzt? Ach, das geht auch. Oh, das ist jetzt gemischt. Ach so. Ach, verstehe. Das mischt sich dann quasi. Ach so. Das heißt also, wenn wir mit der Kugel schießen, haben wir eine Chance auf Taubheit. Die Kugelgeschwindigkeit geht zwar runter um 5%, aber... Ach so. 50 Schaden, 50 Schaden. Okay. Verstehe. Gut, wir müssen ja sowieso gießen, also von so an... ja, okay. Geld. Wir sollen das Geld mal den nächsten Mal wieder einzahlen, ne? Ich wollte mal gucken, wo war der denn jetzt gewesen? Der hat gesagt... Snakeside, ne? War, glaube ich, letzter Aufenthaltsort, oder? Was haben wir hier? Warte mal. Der Burrito. Das Eis, oder was es sein soll. Das hier. Und der Pilz. Haben wir noch was? Der Bleistift. Okay. Das war der... Wie ist er denn? Andrew, Bill... Jacob. Der Jakob. Genau. Snakeside. Snakeside ist wo? Hier. Okay. Das ist ziemlich in der Nähe von der Bank. Würde ich vielleicht das Geld mitnehmen. Das sollten wir dann einzahlen. Wir probieren es mal. Ich mach mal eine Runde. Und dann gucken wir mal, ob wir dann... Naja, du weißt, ne? Ob wir das schaffen. Ärgerlich wäre das, wenn die Kohle jetzt weg wäre. Dum, 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 dum. Moin, Alfred. Oh, hier gibt's wieder Kugeln. Nee, war mit. Natürlich. Ob hier noch andere Töpfe irgendwann spawnen? Vor den anderen Türen? Naja, eine Runde mal wieder überlebt. Es ist ganz schön gefährlich draußen. Der Schlund hat teilweise recht. Aber trotzdem, ich sollte aufmerksamer sein. Ja. Sonst bin ich ganz schnell hinüber. So, wir kriegen ein Regal von ihm. Können wir nochmal mit ihm quatschen? Mach so weiter und du wirst zum größten Problemlöser von Century City. Ich glaube, wenn wir morgens Regal kriegen, dann kriegen wir auch wieder eine neue Quest von ihm. Würde ich jetzt mal behaupten. Down, down, da, down, down. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer noch richtig, richtig cooler Spiel. Es gefällt mir mega, es macht mega Spaß. Also schon lange nicht mehr so ein gutes Spiel gefunden und gespielt. So ein richtiger Underdog, kann man sagen. Also, ich hatte das nur gelesen gehabt. Also, worum es da wohl geht, so.
Und dass man da so halt so in so eine Runde reingeht und ums Überleben kämpft. Und ich dachte mir so, in dem Look probierst du mal aus. Fragst du mal an. Ja. Und tatsächlich hatte ich dann einen Key bekommen. Und ja. Und jetzt sitzen wir hier seit gefühlt Folge. Keine Ahnung. 12, 13, 14 schon mittlerweile. Ich weiß es gar nicht. Also, aber es macht immer noch unfassbar viel Spaß. Und vor allem, wie umfangreich das Ganze aber auch ist, ne? Hätte ich beim Leben nicht gedacht, wie wir ganz am Anfang der ersten Folge das Buch hier durchgelesen haben, was hier alles, das Attribut Geruchssinn gibt die Entfernung an, in der man die anderen riechen kann. Der Geruch verursacht Stress und Herzrasen. Bürgern wird geraten, auf dem Herz zu hören, wenn sie durch, das Herzklopfen dann. Wenn der Geruchssinn höher ist, kriegt man schneller mit, ob einer in der Nähe ist. Deswegen ist das Pochen dann immer da, wenn jemand in der Nähe ist. Das Herzpochen. Ach so. Na, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen schlauer. Kannst mal sehen. So. Na dann. Auf in eine neue Runde. Neue Runde, neues Glück. So. Was wollten wir? Achso, wir wollten zum Dings, ne? Wir sind da. Oh, wir sind oben bei der Bank. Das trifft sich ja super. Oh, ich treffe den gar nicht, Alter. Groß. Ich gehe erstmal zur Bank. Tschüss. Hallo. Oh nein, hier ist ein Deponieren. Alles. Hier ist ein Spieler gewesen. Hier ist ein Spieler. Oh, lol. What the fuck? Der schmeißt eine Splittergranate in die Scheibe. Was? Ares, der Gott. Ares, du kleiner... Du kleine Scheißhausfliege. Was ist mit dir denn? Was ist mit ihm? Er schmeißt einfach eiskalt eine Splittergranate da rein. Boah, gar kein Problem. Gar kein Problem. Bam, boom, bang. Gott sei Dank haben wir das Geld eingezahlt. Alter Schwede. Also ja, man kann sehr gut bei der Bank angegriffen werden. Es ist also sehr risikoreich. Das ist sehr schön. Gut, wir haben keine Kugeln mehr. Das ist nicht so toll. Das lässt uns mal ab nach Century City gehen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich fällt mir aber auch jetzt gerade nicht so ein. Was ist. Schmeißt du einfach. Ich hab so gedacht, oh nein, bleibst du in der Ecke stehen? Ach komm, das wird schon nicht so schlimm sein, ne? Ja, von wegen. Von wegen. Also, ich kriege doch einen Anfall. Okay, also muss ich mir merken, dass Splittergranaten sehr, sehr gut sind. Genau wie Nahkampfwaffen. Das stelle ich jetzt gerade alles fest. Das sind jetzt alles Sachen, die wir jetzt gerade feststellen, die, wie soll ich sagen, die uns auf jeden Fall zugutekommen, wenn wir das nächste Mal vielleicht sowas finden oder vielleicht doch mal kaufen sollten. Deswegen, sollte ich vielleicht doch mal schauen, dass ich da, das ein oder andere eloquente Granitchen dann doch mal behalte. Weil ich habe die ja immer fleißig verkauft, weil ich nicht genau wusste, wie man die wirft und wie man die einsetzt. Also, da fällt mir jetzt aber auch nichts so ein, ne? Vor allem flog da was in die Scheibe rein. Ich denke so, oh ja, okay, komm. Das wird nicht so schlimm sein. Das ist so, ja, komm. Alles easy going. Das hältst du aus. Scheiße. Nichts war es. Nichts. Ist. Tja, das ist natürlich nicht so schön.